Ja, Mann, ich bin fast fertig mit meinen scheiß Vorabiklausuren dieses Jahr. Ich habe 5 Stunden Deutsch geschrieben, ich habe 5 Stunden Englisch geschrieben, ich habe 5 Stunden mein Profilfach geschrieben. Das alles vor Weihnachten. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf gar nichts. Ich habe bis jetzt erst ein einziges Weihnachtsgeschenk. Ein einziges. Und das ist eine Ina Müller CD für meine Mutter. Ina Müller. Also ich meine, Ina Müller ist tight. Das letzte Mal, als ich so richtig ausgelassen war. Also ich meine, Ina Müller ist tight. Das ist bis jetzt mein einziges Geschenk. Und wegen dem ganzen Scheiß habe ich halt schon seit 2 Wochen fast nichts mehr hochgeladen. Seit 2 fucking Wochen. Also wirklich, wenn ich das auf meinem Channel so sehe, das macht mir halt wirklich traurig so. Es tut mir wirklich in der Seele weh. Also ich meine, ich habe natürlich keine Seele, aber ich meine so rein in der Theorie, sag ich mal. Ich find's halt wirklich scheiße. Andere Leute schreiben mich schon an und sagen, hey Max, warum gibt's keine Videos mehr? Wir wollen unbedingt mehr sehen und was weiß ich. Aber ich meine, Leute, ich versuch's, okay? Ich versuch's. Übrigens, Arvin hat mich gerade immer auf WhatsApp angeschrieben und hat mich so ein bisschen motiviert, kann man sagen. Also, Bruder, mach nicht schlapp. Hau wieder ein Video raus. So mit Herzchen und so. Und ich sehe gerade, er hat mir am 9. Dezember eine Sprachnotiz gemacht, aber ich habe einfach null drauf geantwortet. Null, also wirklich kein bisschen. 20.55 Uhr. Ich habe wirklich nicht geantwortet. Ich bin so ein Hurensohn. Ich bin so ein Hurensohn, was Zurückschreiben angeht. Bruder, wegen deiner Mathe-Klausur, ne? Bei mir war wirklich 1:1 dasselbe. Ja, aber das mit dem Bruder machen, ich glaube, hau wieder ein Video raus. Das hat mich halt wirklich motiviert, heute wieder ein Video zu machen. Ich habe eigentlich auch gar keine Zeit dafür. Deswegen bedanken wir uns jetzt einfach mit einer Sprachnachricht dafür, live im Video so mäßig. Hey Bruder, danke für die Motivation, Mann. Ich meine, geh einfach in dein Land zurück, okay? Oh, er antwortet schon schnell im Flugzeugmodus. Also für alle, die jetzt wirklich nicht wissen, wer UXAwin ist, ich zeige euch jetzt einfach mal einen Ausschnitt aus seinen Videos. Hey du, hast vielleicht mal Lust, heute Abend ein bisschen rauszugehen? Ey, also, ich habe einen Freund und weiß nicht, eigentlich bin ich gar nicht interessiert und ich bin gar nicht so eine und es tut mir leid, also ich, oh mein Gott, fick mich bitte. Er ist halt ein UX-Member, so als ich mein Randy, ne? Ich packe euch den Link zu Arvin einfach mal in die Videobeschreibung. Es sind praktisch dieselben Videos, wie ich mache, nur halt mit dunklerer Hautfarbe. Ich wollte halt wirklich Videos in der letzten Zeit bringen, allerdings war halt Vor-Abi einfach viel wichtiger, so. Ich meine, ich kann auch für Vor-Abi-Klausuren lernen und trotzdem eine 5 schreiben, ja? Ihr wisst das. Aber ich wollte halt sagen können, ja, also ich habe gelernt und habe verkackt, aber ich habe halt gelernt. Ich habe zumindest gelernt, okay? Also wenn ich schlechte Noten schreibe, dann nicht wegen YouTube, sondern einfach, weil ich dumm bin, okay? Ich meine, manche fragen sich sicher, hä, wie kannst du denn für Klausuren lernen und trotzdem dir schlechte Noten schreiben? Lasst mich einfach in Ruhe, verdammt. Aber Leute, ich habe das Wichtigste noch vor mir. Ich schreibe am Donnerstag mein Mathe-Vor-Abi. Ich hätte ja eigentlich letzten Mittwoch schreiben müssen, allerdings war ich Dienstag und Mittwoch halt krank. Also bestimmt denken jetzt viele von euch bestimmt so, ja, genau, du warst krank. Aber nein, Leute, wirklich im Ernst, ich war wirklich krank. Wirklich, also war ich wirklich. Wie gesagt, wenn ich halt eine schlechte Note bekomme, dann möchte ich die halt nicht bekommen, weil ich krank war oder so und deswegen die Klausur verkackt habe, sondern weil ich halt dumm bin, ja? Ich hoffe, ihr könnt meine Gedanken da so ein bisschen nachvollziehen. Also Leute, ich habe mich jetzt ziemlich gut für Mathe vorbereitet, allerdings glaube ich halt wirklich, dass ich so ein bisschen zurückgeblieben bin. Also jetzt im Ernst so. Aber dennoch schreibe ich diesen Donnerstag um 7.45 Uhr meine Mathe-Vor-Abi-Klausur. 2 Tage vor Heiligabend, wenn es wirklich einen Gott gibt. Zeig dich, bitte, bitte. Wenn ihr mich in eure Gebete mit einschließt, kommentiert mit dem Hashtag Wende.Wunder. Ich brauche das wirklich, aber ich bin am Donnerstag dann komplett durch mit meinen Vor-Abi-Klausuren. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich habe wirklich null Bock mehr auf alles. Aber was meine Leute so ein bisschen aufgeheitert hat, ist, es ist etwas passiert. Mein Ein und Alles ist endlich wieder da, engelsgleicher Natur. Sie hilft mir, alle schweren Zeiten zu überstehen. Außer diesen Wichser. Mein Bay kann man einfach sagen. Sie nimmt wirklich einen Großteil meiner nicht vorhandenen Seele ein. Ich stelle sie euch einfach vor. Jetzt seid doch nicht so schüchtern. Komm, die Leute sind doch da. Mein Ein und Alles. Ich liebe Effekt. Jetzt im Ernst, ich liebe Effekt. Ich habe mich gerade gefühlt wie bei der Champions League, Alter. Verdammt. Ich hoffe, mein Schatz ist euch sympathisch. Wir sind übrigens gerade 40 Abonnenten vor den 8000 Abonnenten. Also wenn wir das irgendwie noch schaffen, also wenn ihr mich irgendwie weiterempfehlt oder was weiß ich, dann ich küsse euch alle. Ich wünsche mir nichts mehr als das von euch. Also wenn ihr mich irgendwie weiterempfehlen wollt oder was weiß ich, also es würde mir wirklich eine Freude machen, jetzt im Ernst. Also wenn ich eine Wunschliste hätte, dann wären es wahrscheinlich diese 40 neuen Abonnenten. Die 1000 Bewertungen hier vielleicht wieder auf dem Video. Echt unglaublich. Wirklich, jetzt im Ernst, Dankeschön, dass es in fast jedem Video mittlerweile so ist, dass ich über 1000 Bewertungen bekomme. Es ist wirklich nicht als selbstverständlich oder so, ne? Es ist halt wirklich unglaublich geil. Vielleicht würde ich auch noch auf die Wunschliste eintragen, auf YouTube verifiziert zu sein. Also Leute, falls ihr irgendwelche Netzwerkchefs seid oder irgendwelche Netzwerkchefs kennt, ich habe selbst kein Geld für eigene Weihnachtsgeschenke oder so. Aber ich mache momentan 60.000 Aufrufe bei YouTube im Monat. Also wenn ihr mich partnern wollt, ihr könnt mich wirklich ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Solange ich auf Social Medias verifiziert bin, auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ich unterschreibe. Solange ich diesen Haken hinter meinem Namen habe, ich bin glücklich. Aber Leute, falls ich jetzt nicht schaffe, über Heiligabend oder über den Weihnachtstag irgendwie was hochzuladen, schon mal frohe Weihnachten an euch alle. Ich habe euch alle lieb. Ich küsse euren Nacken. Was wollte ich jetzt in meinem Auto sagen? Ich habe das mit dem Auto doch schon 1000 Mal gemacht, aber... 1000 Mal ist nichts passiert. 1001 Nacht. Und es hat Zoom gemacht. Übrigens,
übrigens addet mich mal auf Snapchat, ich heiße da Z Charles und ich nehme die ersten 1000 Leute, die mich da adden an. Ja, es sind momentan so 970 Leute, die mir so meine History da angucken oder wie die Scheiße heißt. Also macht es einfach. Ja, wenn ihr mit mir snappen wollt, dann addet mich da einfach Z Charles und einfach adden. Macht es einfach. Wir sehen uns. Oh mein Gott, fick mich bitte. Geh einfach in dein Land zurück, okay? Ja!